Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Corner. Wir schauen uns jetzt den Krone Big X 1300 Prototype an, Version 1.0. Das Ganze kommt vom Modder Pepperoni. Lecker. Das Ganze gibt es nur für PC/Mac und ihr findet ihr einmal unter Mods und DLCs und dann hier Big X Prototype 1300. Ja, und wie ihr seht, handelt es sich um einen Krone Big X 1300 für 585.999 Euro in der Anschaffung. Schöne Sache. Generell erstmal vorweg gesagt, es ist ein Prototyp, aber kein Prototyp, der aus der Fantasie des Modders entsprungen ist, sondern den gibt es an sich so wirklich auch in der echten Welt. Es gibt aber aktuell genau ganze drei Bilder. Von den drei Bildern, könnt ihr gerne mal googeln, sind zwei von der Qualität her so dermaßen bescheiden, dass man jetzt wirklich nichts großartig in der Detailfülle was erkennt und eins so von der Seite, was so relativ gut aussieht. Und ja, so als Erlkönig-Designer mit diesen ja, Formmustern, ihr wisst, was ich meine, ne? Und das Ding gibt es in dem Fall so wirklich und aufgrund dieser paar Bilder, die es da im Netz gibt, hat der Modder das so versucht nachzubauen. Und man muss schon mal dazu sagen, kann jeder seine eigene Meinung dazu haben, ist ihm recht gut gelungen. Er ist ein Tick zu lang, beziehungsweise der Abstand hier ist scheinbar ein Tick zu lang für mein Gefühl her, aber so generell passt das schon mal. Schöne Sache. Das nur schon mal vorab geschoben, also das Ding gibt's in der realen Welt wirklich, ist aber da auch ein Prototyp in dem Falle. So, also Krone Big X 1300, 1500 PS Leistung, stufenloses Getriebe, 2000 Liter Diesel, 150 Liter AdBlue, 60 km/h Max Speed, eigenen Tank nochmal von 100 Litern, kommen wir gleich noch dazu, 18,2 Tonnen, 587.499 in der Anschaffung, 29.962 im Leasing. Ansonsten eine ganze Menge Config-Blöcke, Reifenhersteller, Reifenvariante, Hauptfarbe, Hauptfarbe 2, Design, Rohr, Felgenfarbe und Kennzeichen. Das sind 8 Konfigurationsblöcke bis dato. Es soll auch später irgendwann mal noch eine Version 2 rauskommen. Dazu dann aber, wenn sie irgendwann rauskommt, dann soll es noch mehr Konfigurationsmöglichkeiten geben. Standardgemäß haben wir hier Trelleburg mit Reifenvariante Standard dementsprechend hier mit dabei. Dann gibt es noch Michelin, Continental, Midas, BKT und Friedestein. Wir haben zwischen Standard, Breitreifen hier bei Trelleburg dementsprechend die Auswahl. Bei Michelin der gleiche Spaß in Grün, Continental auch, Midas in dem Falle auch, BKT ebenso, Friedestein ebenso. Also zwei Config-Blöcke je Hersteller. Wie gesagt, soll dann irgendwann mal mit einer Update oder Version 2 mehr werden. Hauptfarbe, beziehungsweise generell die Farbauswahl. Wunderschön, weil hier gibt es mal wieder einiges auf die Augen. Wir haben standardgemäß grün, wir können das Ganze hier noch in schwarz einfärben, haben aber auch diverse andere Farbtöne, hier tiefschwarz, tiefschwarz Metallic, das Ganze als matt, das Ganze hier in mehreren Rottönen, auch da wieder Metallic oder sogar matt farbenmäßig und das zieht sich einmal hier so komplett durch, ne? Also das sollte so für jeden irgendwie was dabei sein, ne? Auch ein bisschen exzentrischere Farben sind dementsprechend hier mit dabei, also von daher große Farbauswahlpalette, gefällt mir persönlich sehr, obwohl ich hier das Schwarz, in dem Falle gerade das Schwarz Matt bevorzugen würde. Also Hauptfarbe Nummer 1 ist das hier oben. Hauptfarbe Nummer 2 ist der ganze Spaß hier einmal unten drunter, inklusive hier vorne und hinten die Seitenteile. Design ist dann einmal das hier vorne, oben das Dach plus teilweise Elemente hier vom Rohr. Das Rohr selber, wie es der Name schon sagt, ist dementsprechend die Rohrfarbe und die Felgenfarbe ist bekanntermaßen die Felgenfarbe. Ihr könnt ja also einmal ein quietschbuntes Ding draus machen, ist kein Problem. Kennzeichen bekanntermaßen Kennzeichen. Ihr bekommt kein Häckselwerk vorne mit dabei oder sonstiges, könnt ihr euch aber aus dem Standardspiel einfach nehmen. So, sieht das gute Stück dann aus. Ne, Krone in dem Falle hier, Big X 1300 Prototype. Steht natürlich so in der realen Dings auch aktuell nicht mit dran, aber hier so zum Verständnis, klar. Wie gesagt, Trelleburg-Bereifung 600/70 R30er hier hinten mit dran und 800/70 R38 vorne. Auch so sieht man in der realen, im realen Vorbild so. Wir haben vorne einen relativ großen Reifen, der ist sogar noch größer wie der hier. Und dann relativ hinten dran halt noch die zwei Achsen mit deutlich kleineren Bereifung. Ne? Ja, ansonsten haben wir hier eine Treppe, wo wir dann theoretisch hochgehen können. Haben wir jetzt hier Kollision, also könnt ihr in dem Falle näher hoch, ist aber auch in Ordnung. Fahrtleuchten, Blinker, Arbeitsscheinwerfer oben, jeweils drei Stück nach links und rechts. Plus hier vorne halt noch die normalen Leuchten. Anschluss für die Anbaugeräte ist klar. Kennzeichen sofern ausgewählt, zwei Rundumleuchten, oben Kabine, hat alles Kollision.
Rohr hat soweit auch Kollision. Generell hat ja alles Kollision. Wir glitschen also nirgendwo durch. Schöne Sache. Gegenüberliegende Seite hier der gleiche Spaß in grün. Hinten nochmal Krone dran stehen. Kennzeichen, Bremslichter, Blinker. Warnaufkleber hier. Möglichkeit hinten einen Trailer mit dran zu machen. Kommen wir auch gleich noch dazu. Arbeitsleuchten hier nach hinten. Zwei Stück plus halt hier. Ihr habt es gerade gesehen. Dürfte ich nochmal kurz hier drauf, bitte? Ne, darf ich nicht. Darf ich hier so rüber? Ihr habt gesehen, oben am Rohr, sofern ich jetzt hier nicht nochmal hochkomme, doch komme ich, hier ebenfalls nochmal zwei Arbeitsleuchten nach hinten weg, wenn das Rohr ausgeklappt ist. Schöne Sache, ansonsten hier noch zwei Auspuffe und das ist es gewesen. Der Innenbereich sieht soweit auch ganz schnieke aus, nur wir haben links, rechts Spiegel, inklusive so eine Art Rückspiegel, der sich so hinten nach rechts aber auch ein bisschen mehr wegguckt, weil ne, ganz nach hinten können wir ja nichts sehen. Ansonsten ein paar Tasten. Sieht soweit alles gut hier aus, auch was die Texturqualität angeht. Guten Rundumblick, trotz all dem, dass wir hier eine relativ große Maschine haben. Spiegel funktionieren soweit, ist soweit gut. Hier noch Monitor, Steuer, also Joystick, Lenkrad mit Krone-Logo, passt soweit. Hier glitscht nichts rum, hier matscht nichts rum. Das sieht soweit eigentlich Tobi aus, kann man nichts dagegen sagen. Deswegen würde ich sagen, hören wir uns mal den Säuntler an. Ja, schöner Sound ist soweit. Ich sage mir immer, ist ein Prototyp. Ich weiß nicht, ob es da überhaupt originale Soundaufnahmen existieren, wie das Ding sich jetzt aktuell im realen Leben anhört. Deswegen gibt es theoretisch gesehen irgendwie proaktiv kein Vorbild. Hört sich jetzt auch nicht verkehrt an, hört sich jetzt auch nicht so an, als würde es irgendwie nicht passen. Ist in Ordnung, aber ihr wisst, Sound, ne, muss jeder für sich selber entscheiden. Ich finde es soweit mehr als EU, kann man machen. Thema Funktionalität. Ja, so viel gibt's hier nicht. Ne? Also wir können mit den Dingen stinknormal arbeiten, sprich wir können die Maschine aufklappen, Rohr ausfahren und so, das schauen wir uns gleich an. Generell, wenn wir uns hier die Animation angucken, da gehen wir gerne mal näher dran. Für alle die genauso schlecht sehen wie ich. Ihr seht hier selber, mit den Beinchen wird nicht gearbeitet. Wir haben eine Hand am Lenker, die andere Hand so am Joystick. Der Joystick selber ist in dem Fall mit animiert, ne? Der geht leicht vor und zurück. Je nachdem, ob wir vorwärts oder rückwärts in dem Falle fahren. Wir haben den Monitor hier drin, der ist dementsprechend mit animiert. Der hat auch seinen Zweck, wie ihr seht. Da wird die kmh, RPM in dem Fall alles mit angezeigt. Durchschnittsverbrauch aktuell. Wir können den Tempomaten hier rechts einstellen. Betriebsstunden stehen mit dabei, etc. etc. Also eine ganze große Fülle an Informationen, die da nochmal mit aufkommen. Ansonsten können wir uns das Ganze einmal in der Nacht anschauen. Der Monitor selber ist natürlich mit beleuchtet. Wenn ich separat jetzt hier Blinker anschalte, seht ihr hier, haben wir noch Blinker links, Blinker rechts, beziehungsweise Warnblinker hier mit drin. Wenn ich separat noch Licht anschalte, werden einzelnere Elemente hier noch mit beleuchtet. Das ist in dem Fall also auch alles kein Problem. Selbst hier vorne, ne, seht ihr hier die einzelnen Punkte, die da mit dran sind. Also auch auf diese Details wurden geachtet. Dann gehen wir einmal hier weg, Blinker, einmal vorne reflektieren soweit, einmal hinten reflektieren soweit, Rundumleuchten sind da, reflektieren in dem Fall auch. Ansonsten normales Fahrtlicht, hinteres Arbeitslicht, vorderes Arbeitslicht, Numpad 5 für vorne, Numpad 6 für hinten, kennt man bereits so und ihr habt hier an der Seite dementsprechend auch noch Arbeitsleuchten, die das Ganze ein bisschen weiter noch in die Breite streuen. Hube ist die Standard-LS-Hube, kann man machen, ist soweit I.O. So, dann springen wir mal kurz dementsprechend hier ein bisschen vor. Jetzt fängt es natürlich wunderbar an mit Regnen. Das ist immer das, was wir uns hier wünschen. Deswegen stellen wir mal kurz auf Sonne. Ihr habt schon gesehen, 60 km/h geht das Ding vorwärts, 25 km/h rückwärts. Das ist eine ganze Menge. Gerade vorwärts zieht das gute Stück massiv, muss man sagen. Er hat richtig Leistung, 1300 PS logischerweise. Also wir kommen relativ schnell an die 60 km/h dran. Beziehungsweise hier 4,57, dann ist Feierabend, fehlen 3 km/h. Bei anderen werden sie uns geschenkt, hier werden sie uns abgezogen, ist okay. Ansonsten, Lenkung ist ja natürlich auch ein bisschen spezieller. Wir haben die zwei Achsen hier hinten, die halt dementsprechend mitlenken. Und somit haben wir so eine Art, ja fast Allrad. Ne? Also klar, vorne lenkt jetzt nicht mit, aber so vom Gefühl her, wir haben halt hinten zwei Achsen, die mitlenken. Somit können wir schon relativ
steile Kurven ohne Probleme damit nehmen. Sollte man oder müsste man gegebenenfalls sich an der Tastatur halt ein bisschen dran gewöhnen, aber das geht schon. Ne? Also durchaus, seht ihr das hier, kann man das halt machen, ne? Aber sind halt hinten die zwei Achsen. Ist halt ein bisschen spezieller. So, dann gucken wir uns das Ganze jetzt hier mal an. Ihr seht, ich habe jetzt hier einfach mal einen Standard-Trailer dran gemacht. Ihr seht hinten dynamische Kabelschläuche, funktioniert soweit alles, alles easy. Wir klappen den ganzen Spaß jetzt hier einmal auf, dann geht er hier nach oben. Wir können einmal das Rohr ausfahren. Ich kann hier vorne einmal das Schneidwerk aufklappen. Ist klar, mach mal hier hinten dementsprechend die Plane runter. Ansonsten seht ihr jetzt hier, kann ich jetzt auch nicht mehr einstellen. Ne, ist klar, alles soweit normal. Das Ding ist aufgeklappt. Zack, das ist jetzt der normale Kroneaufsatz vorne mit dran. Und dann kann ich jetzt hier arbeiten. Das funktioniert mit 10 km/h, ne? Soweit so klar, ist ja Standard vom Schneidwerk abhängig. Ihr seht unten nochmal die 0%, das ist Siliermittel. Das ist der Zusatzdings, was auch im Shop drin steht, also 100 Liter Siliermittel passen in dem Falle mit hier rein. Ich kann hier arbeiten, hier klitscht nichts durch. Macht da alles so wie es ist, Sound hört sich gut an für meinen Geschmack. Ihr seht, er kann da hinten überladen in den Trailer. Tobi, was willst du mehr, was willst du mehr, was willst du mehr? So oder so wirklich ein guter Häcksler. Und für alle die so ein bisschen auf die Prototype-Geschichte stehen und mal ein bisschen etwas Außergewöhnlicheres in ihren Hofbestand haben wollen, die sollten sich definitiv mal hier runterladen. Weil wenn wir uns nämlich noch zu guter Letzt hier den Lok anschauen, seht ihr, das Ding ist sauber, macht gar keine Probleme, weder im Singleplayer noch im Multiplayer. Und wir reden hier von Pi mal Daumen 19 MB. Ist also auch noch schmal. Wunderbare Sache. Download-Link inklusive Bewertung wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn ihr mögt, lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski. Tschüttülü.